Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist für Isabel Hoffmann eine Wahrheit, der sie sehr genau nachspürt. Als Koblenzer Stadtfotografin recherchiert sie im Archiv, welche Spuren heute noch von der Nazi-Diktatur zu finden sind. Mit ihrer Kamera will sie Geschichte neu fokussieren. Geschichtliche Aufklärung, also sei es von Beginn an in der Schule, aber auch eben nach der Schule, sich damit auseinanderzusetzen, was mit der Vergangenheit, also was mit unserer, wie unsere Vergangenheit abgelaufen ist und was war, bevor wir gelebt haben, das trifft uns heute genauso wie damals. Mit den Plänen im Kopf macht sie sich auf den Weg. Der frische, authentische Blick von außen ist die Idee des Projektes Koblenzer Stadtfotograf. Mit Isabel Hoffmann wird dieser auch sehr politisch. Der lustige Schengelbrunnen wurde 1941 eingeweiht. Das Vergessen hat sich an vielen Orten über die Stadt gelegt. Die Filiale der Bundesbank in der Neustadt, auch unter den Nazis, eine Bank. Die Hakenkreuze sind noch heute da. Mit ihrer analogen Technik plant sie jedes Bild genau. Künstlerisch, nicht dokumentarisch. Sie will berühren, nicht belehren. Das Mahnmal für die Opfer des Holocaust. Isabel Hoffmann hat viele Bilder gemacht, die unsere Geschichte wachhalten. Wach oder eben auch aufmerksam auf diese Dinge, die einem im Alltag begegnen, die einfach im Vorbeigehen uns auffallen können, wenn wir denn gucken, also wenn wir denn die Augen offen halten und uns damit beschäftigen. In so einem kleinen Objekt oder einem kleinen Relikt, sei es zum Beispiel Treppenstufen, die ehemals Grabsteine waren eines des jüdischen Friedhofes, die dann 2010 erst noch gefunden wurden, können schon viel erzählen. Dass dieser frische Blick möglich ist, verdanken wir dem Verein Koblenzer Stadtfotograf. Seit 2002 werden Künstler eingeladen, ihr Bild von Koblenz zu machen. Ja, es ist ein interessantes Projekt. Wir wollten einfach mal die Stadt beleuchten von Leuten von außen, von Profifotografen, die einen ganz anderen Blick haben als wir Koblenzer tagtäglich in unserem Gewohnten hier, kommen von außen und sehen ganz andere Dinge als wir. Die Bilder von Isabel Hoffmann wird es im März 2018 in der Sparkasse Koblenz zu sehen geben. Vorstandsmitglied Ernst Josef Lehrer unterstützt dieses Projekt gern. Weil Zielsetzung sollte ja eigentlich sein, dass nicht unbedingt jetzt Postkartenmotive geschaffen werden. Es sollte geschaffen werden, dass man einfach mal aus anderen Blickwinkeln heraus die Stadt sieht, die Menschen sieht, die Gebäude sieht, die Architektur sieht. Und ich glaube, es macht Spaß, wenn man so die letzten, ich weiß nicht, 6, 7 hatten wir jetzt bisher, wenn man gesehen hat, wie sie sich mit der Stadt auseinandersetzen, wie sie sich letztendlich mit den Motiven an der Stadt auseinandersetzen. Wir sehen uns am 7. März, Sparkasse Koblenz. Ausstellung Koblenzer Stadtfotograf 2018.